Willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen, welches sich etwas verwirrt durch diesen Dungeon bewegt. Von Schleichen kann ja nicht die Rede sein. Und wirklich etwas auf dem Schlauch steht momentan. Aber ich habe natürlich noch nicht alles erkundet und alles entdeckt. Und wer weiß, was hier noch alles kommen mag. Und was ich vielleicht auch schon alles übersehen habe. Das ist natürlich immer noch auf einer anderen Seite. Ich habe ja auch schon für die hinteren Bereiche habe ich auch schon den einen oder anderen Tipp, also für die bereits besuchten Bereiche habe ich ja schon den einen oder anderen Tipp bekommen. Na, was hast du denn jetzt? Ach, du bist überladen. Na dann. Habe ich noch irgendeine Fackel? Mir wird ja immer vorgeworfen, ich hätte ausgebrannte Fackeln dabei, aber ich habe keine ausgebrannten Fackeln dabei. Ich lasse sie nur gerne mal zu lange im Inventar. Also in der Hand, glaube ich. Und für Licht reicht es noch nicht. Dafür haben wir noch nicht genügend Konzentration. Darum ist eine Truhe. Die würde ich natürlich gerne haben. Vielleicht funktioniert das auch hier mit dem Warten? Glaube ich irgendwie nicht. Muss ich sagen, dass das auch hier funktioniert. Wir hatten das ja bei dem einen Rätsel, dass ich nur ein paar Sekunden lang stehen bleiben musste, bis ich teleportiert wurde zu einem anderen Ort der Freude und des Spaßes und der glücklichen Laune, aber das ist hier scheinbar nicht der Fall. Das heißt also, hier gibt es irgendwo eine Brücke. Das war dumm, das war so dumm. Na egal. Was denn jetzt? Ach, weil du dir die Füße gebrochen hast, oder was? Oh, ich will jetzt nicht einen Heiltrank nehmen. Ich habe nicht mehr so viele. Das war so dumm, dass ich da jetzt runtergesprungen bin, aber ich habe keine Wahl. Nicht, oder? Nee, Alter, das ist... Boah, ist das viel. Ich muss einen Heiltrank machen. Das war so dumm, da runter zu springen. Was hast du? No Energy Regeneration. Das ist nicht so schlimm bei dir. Nutze ich halt keine Special-Fähigkeiten. Das ist halt die schwächliche menschliche Anatomie, ne? Also, wir Kaninchen hätten damit wenig Probleme, eine so... Eine, ja, hohe ist, arg untertrieben oder übertrieben. Das ist ja nicht hoch gewesen. Da runter zu springen, ohne uns was zu tun und... Ja, Menschen, Rattlinge und Insekten, wobei Insekten zum Beispiel auch eher wenig Schaden davon tragen, wenn sie so tief runterfallen. Aber weißt du was? Nee, komm hier. Fackel. Ich hab mehr als genug Fackeln. Es reicht mit der Fackelei. Aha. Ein großer Raum mit Schalter. Und vielen, vielen Gittern. Warum erfreut mich das nicht? Ich habe das Problem, dass ich kaum noch Tränke habe. Ah ja, na gut. Also die Heilkräuter gehen mir schon arg gerade flöten. Ich stelle mich auch dumm an, natürlich. Ja. Nein. Bogenschützen. Skelettkrieger. Das speichern wir doch gleich mal. Und ich wette, wenn ich diesen Schalter drücke, bricht hier jetzt gleich das richtige Chaos aus. Deswegen werde ich gleich wegrennen. Was? Natürlich. Geh doch mal weg. Okay. Da kommen die ersten Freunde angelaufen. Da kommen die ersten Freunde der guten Laune.
Aua. Okay. So einer angelaufen. Nein, verdammt, nicht genug Energie. Wuhuhu, habe ich noch einen Energietrank? Nee, aber ich kann doch theoretisch einen machen, oder? Aber jetzt kommt auch noch der Freund. Komm her. Ich habe keinen Mana dabei. Hallo, zeig mir mal das hier. Lass mich mal ganz kurz weglaufen. Dann machen wir einen Mana-Trank, den du gleich mal trinkst. Dann kannst du das nämlich mit dir hier einpfeifen. So. Na, komm mal her. Gut. Lief doch erschreckend akzeptabel. Muss ich gestehen. So, jetzt haben wir hier ganz viele Sachen. Ein Ancient Shield. Einen Helm. Aber ich glaube, dass du kein... dass du das nicht brauchst alles. Das hier ist ja... das hast du ja. Genau. Der Ancient Helm. 5, 10, 12. Definitiv besser. Okay. Okay. Hier haben wir einen Schallüssel. Einen Eisenschallüssel. Irgendwer ist auch dadurch gestorben, dass er in uns reingespawnt ist. Da haben wir Glück natürlich, denn normalerweise ist es ja so, wenn ich in jemanden reinspawne, stirbt er. Was bedeutet, wir hätten eigentlich sterben müssen, als er in uns hineingespawnt ist. Das war aber nicht so. Haben wir Glück gehabt. Wie komme ich denn... ich will aber nicht runterspringen. Wenn ich jetzt runterspringe... ich muss runterspringen. Ich schlafe mal ganz kurz. So. Damit wir wenigstens ein bisschen wieder geheilt sind. Das kann wieder weg. Du musst definitiv hier mal anfangen, die... Heilkräuter zu machen. Oha. Skelette auch noch. Nö, 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 nö. Alter. Was eine Position, die ich hier wieder mal habe. Werde ich hier noch von der Seite beschossen? Fang mal um, du kannst doch nicht mehr so viel haben. Dankeschön. Ein Bagger ist diseased. Deine Fackel ist aus, wie es scheint. Stimmt, wir sind ins Wasser gefallen. Haben wir ein Antidot? Wir haben das Rezept für Antidot, wenn ich mich recht entsinne. Erstmal machen wir nochmal einen Mana-Trank. Antivenom. Oh Gott, warte mal. Antidote war gegen Krankheiten. Antivenom. Etherweed und. Etherweed war das hier. Und. Ich weiß nicht, was ich da nehmen, was ich nehmen muss jetzt. Anti-Mudwood? Ich glaube, es müsste ein Anti-Dot sein, weil er ist ja vergiftet. Etherwood und Falcon irgendwas. Also, Etherwood und Falcon. Ja, sehr gut. Glück gehabt. So. Da hinten schleicht noch irgendwie ein Skelettbogenschütze rum. Zwei sogar. Hallo. Hallo. Ist? Nö, nö. Hier, den nehmen wir mit. Okay. Bogenschützen auf der anderen Seite. Gibt es da eine Leiter hoch? Wir gucken mal ganz kurz noch, was unter Wasser so ist. Ich finde es auch nicht gut, dass ich nicht normal hoch kann. Jetzt ist halt genau wieder diese Sache. Ich habe keine Möglichkeit,
abzuschätzen, wie lange ich eigentlich unter Wasser bleiben kann. Ich kann absolut nicht einschätzen, wie lange können meine Leute die Luft anhalten. Ich muss es komplett abschätzen, raten. Unter dem Aspekt, dass Flonisse sowieso schon sein Mana ausgegeben hat, um hier zaubern zu können. Oh Gott. Oh, bitte, dass ich jetzt mal schnell eine Leiter kommen. Dankeschön. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh Gott. Nee. Ha! In den Rücken. So. Okay. Eine Rogue Pants. Wuhu! Geil! Sehr schön. Protection Dexterity ist auf jeden Fall besser als die Hose, die ich habe mit nur Protection. So, hat noch jemand keine vernünftige Hose an? Du hast eine an, du hast noch gar keine an. Herzlichen Glückwunsch, Flonisse, du hast eine Hose gewonnen. Allerdings hast du definitiv zu viele Fackeln. Oder warte mal, wir geben mal das hier einfach an dich. So, solange wir noch nicht Concentration auf 2 haben, muss ich das leider noch so machen. Aber, warte mal, da ist noch ein Bereich. Hinter? Nee, doch. Nee, warte mal, da. Die Richtung? Da ist noch ein Bereich. Okay, da gehen wir nochmal ganz kurz hin und gucken mal. Ah, ein Zawikret. Zawikret, genau. Schawang. Fällt mir spontan Akuchimoya ein. Wenn ihr wisst, woher Akuchimoya kommt, schreibt es in die Kommentare. Yay, Pfeile. Yay, eine Fackel. Apropos Fackel. So, wir brauchen Licht. Und ein Pearl Shield. Was macht denn ein Pearl Shield? Energy und Evasion. So, ist das für die Hände? Das wäre natürlich... Evasion wäre natürlich eigentlich was für... Für mich, muss ich sagen. Damit ich noch mehr Evasion habe. Und ein bisschen Energie kann auch nicht schaden. Allerdings kann ich dann nicht zweihändig kämpfen. Und für Flonisse wäre das natürlich nicht schlecht mit der Energie. Ich glaube, bei Flonisse ist das am besten aufgehoben mit dem Zaubern. So. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Licht schon vorhanden gerade. Deswegen werden wir das so machen, dass ich dir das mal noch in die Hand gebe, bis es soweit ist. Und jetzt ziehe ich gerade durch. Und hier hoch. Fackel an. Und ab durchs Portal. Wo komme ich hier hin? Auf die andere Seite. Aha. Okay. Schön. Nochmal so ein Sturz. Oder? Nee, der dürfte auch ins Wasser fallen. Wenn ich das richtig sehe. Aber wie komme ich dann hier wieder raus? Ha? Ja, ich muss jetzt mal wieder drüber tauchen. Ich glaube, ich muss den Schalter nochmal betätigen. Da war ja ein Schalter. Ich glaube, ich muss den nochmal auslösen, damit sich das hier alles wieder schließt. Diesen hier.
Genau. Aber wir haben jetzt ja das rausbekommen, was wir haben wollten, und zwar den Schlüssel und die Items. Und wo waren denn die Schlüssel? Hier, ne? Hier waren Schlüssel. Zwei Schlüssel benötigt. Gut, aber ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Kaninchen.